Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge oder Aufnahmesession von Just Cause 3. Ich habe mich zu einem sehr schönen Punkt hier begeben. Kennen viele vielleicht noch von der ersten oder zweiten Folge. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die schneiden werde. Und wir schauen mal, was wir jetzt als nächstes machen. Bayer dürfte eigentlich sauber sein. So viel ich weiß. Von daher gehen wir jetzt als nächstes nach Lacos und befreien da die nächste Provinz und reisen dafür nach Colesarosa. Keine Ahnung, ob man das jetzt richtig ausgesprochen hat. Das sind 3 Kilometer. Naja, dann auf geht's. Gucken, ob wir da so locker hinkommen. Colesarosa. Ach so, Colesarosa. Trotzdem weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber egal. So, wir schnappen uns am besten ein Auto. Diese Armeeschweine haben eine Geisel auf dem Rücksitz. Übernimm den Wagen und bring sie in Sicherheit, Rico. Ah, okay. Mini-Mission. Ich muss das Ding entführen, alles klar. Bleib stehen, gefälligst. Ich krieg euch. So. Ne. Bitte weitere Unter. Oh, ich habe eine neue, ich habe ja die Waffe. Wieso mache ich das Ding kaputt, wenn ich schon längst drin sitze? Aber egal. Jetzt müssen wir erstmal versuchen zu entkommen. Waren das noch Gegner? Und dann haben wir einen neuen Rebellen bei uns auf der Seite. Okay, der ist wieso schon auf unserer Seite, aber wenn man den mal befreit hat, klappt es besser. Verdammt! Ey, wie fahrt ihr denn? Seid ihr voll Banane, bitte? Unschuldigen verletzt. Sag nicht, ne, ist tot oder was? Scheiße, fehlgeschlagen. Ihr Schweine! Hör auf damit! Mann, wieso macht ihr das? Ich hab eine unschuldige Person jetzt. Ja, okay, ich glaube, so unschuldig war die nicht. Also haben einfach nur die Person getötet. Das ist nicht so schön. Aber bevor wir jetzt warten, bis da irgendwie, ich mache jetzt irgendein Auto angeln kann, fordere ich mir am besten direkt eins. Vorsicht! Da kommt was von oben. Oh oh. Voll zermatscht, okay. Das tut mir leid, aber ich habe Vorsicht gesagt. Mehr kann ich auch nicht machen. Hey! Jetzt explodieren nur noch mehr Autos. Hey Rebellen. Viva la Revolution. So, weiter geht's. Wir haben noch einen längeren Weg vor uns. Von daher wird es sehr interessant, was wir so machen. Autsch. Verdammt. 90 Meter. Nicht schlecht getüftet. Ob wir das gar nicht ein Versuch war, eigentlich zu tüften, einfach nur um die Ecke durchzukommen, aber. Naja. Ich komme näher, aber gleichzeitig entferne ich mich auch irgendwie wieder, ne? So gefühlt. Und hüpf. Cool. Kann über Autos hüpfen. Aber ist ja nur Nebensache. Dürfen vielleicht normalerweise da sein. 1,5 Kilometer. Wow. So, betreten der Provinz Lacos. Kos? Na, Lacos. Vorsicht! Audi unterwegs. Ja, so wie ich fahre, fahre ich echt den Audi. So, 300 Meter noch. Wir nehmen die Einfahrt hier. Oder parken einfach hier. So, Parkplatz gebucht. Okay, was haben wir denn alles, was wir erledigen müssen hier? Einmal die Polizeistation. Karte. Die Polizeistation, den Kapitän. Okay, Treibstofftank, Generator. Die sind ja in der Polizeistation. Überwachungssystem, Satellitenschüssel, eine, 4 Lautsprecher, eine Statue und dann die Flagge hissen.
Alles klar. Dann schauen wir das Ganze mal von oben an. Was macht ihr da? Überraschung. Tja. Ist noch einer von denen. Niemand sieht es. Mal wechseln, kurz die Waffe machen. Krass. So, neutral. Perfekt. Niemand hat gesehen, dass ich irgendwas gemacht habe hier. So muss es laufen. Nur so auf einmal weniger Lautsprecher rumhängen. Wieso? Sind hier Leute? Hey, könnt ihr mal sagen, warum die Leute da oben einfach so rumliegen? Mitten am Tag. Ist nicht so schön. Oh. Der stand im Weg. So, wo sind die ganzen Sachen denn? Genau, ich falle da runter und verletze mich keinen Millimeter. Ist zwar nur ein Spiel, aber trotzdem unlogisch. So. Das ist das Überwachungsgerät. Deaktivieren, okay. Und dann müssen wir jetzt alle deaktivieren. Ganz schön. Alarmstufe zurücksetzen. Ich habe doch gar keine Alarmstufe. Schon unterwegs. Und ausschalten. Wie viele sind das denn überhaupt? Das Rebellenband. Was willst du bitte mit dem Rebellenband? Das ist das scheißegal. Ich muss noch 108 Meter schaffen. In ein paar Sekunden. Aber kein Thema. Perfekt. Alles in time. So. Ja, genau. Explodier vor meinen Augen. Was mache ich als nächstes kaputt? Da, das sieht doch schön aus hier. Ich bin Sebastiano Di Ravello. Ja, du hältst am besten jetzt. Hat keiner gesehen, ne? Du. Hoppala, ging ein Lautsprecher kaputt. Scheiß Gelaber, das geht auch irgendwie. Macht das auch einfach die Anlagen kaputt. Keine Ahnung warum. So, machen wir nochmal eins. Und wo ist die letzte bitte? Ja, schön. Hat er super funktioniert. So. Nein. Bringen wir es hinter uns. Hier für dich. Nochmal. Verstärkung ist unterwegs. Alles klar, aber bevor die da ist, bin ich weg. So, okay. Polizeistation. Ich pirsch mich ran. So. Wie hast du die? Durch den Zaun? Auch nicht schlecht. So, was können wir noch kaputt machen? Mach ich mal das kaputt. Hoppala, da ging Satelliten kaputt. So, ich werfe eine Granate hinten rüber. Die dürfte gleich explodieren, oder? Wo muss ich noch eine reinwerfen? Und eben noch eine. Jetzt hat es funktioniert. So. Wissen die, dass ich da bin? Wenn, wissen sie es jetzt. Das müsste reichen. So, in der Zeit, wo ich das mache, explodiert das Teil. Rebellen sind gerufen. In Gefangenenzellen? Okay. So, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Die Waffe macht ja Spaß. Ein Schuss, ein Treffer, tot. Okay, wer hat noch? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Wir sind Rebell. Du noch. Ich habe noch zwei Schüsse. Ich kann auf 13 hochballern. Nee. So. Egal. Wir sind auf 11 gelandet. Oh, ich bin ja fast tot. Verdammt. Hehe. Schön, dass ihr mir auch mal hilft. Ah, verdammt. Ich muss abhauen. Bin schon dunkelgrau.
So. Den Ball einfach mitten in die Fresse. Bleib unten. Bleib unten, habe ich gesagt. Tja, wenn ich mich hören. So, was war das denn bitte? Hey, da hinten. Nicht gegen Ballern. Ich will die Gefangenen befreien. So, gehackt. Erstes Feld ist befreit. Machen die Zeit auch noch offen. Obwohl, ob das so schlau ist, jetzt die Gefangenen rauszulassen, wenn die noch Gegner sind. Ich mache jetzt mal meinen Spaß. Dahin wollte ich eigentlich jetzt nicht. Wo ihr hin wollt, genau. Was auch so lustig ist, wenn natürlich meine Leute jetzt mittlerweile die anderen alle erschießen. Einmal so und so. Und die mögen sich ja. Und zusammen hängt man sie auf. Ein Bild für die Ewigkeit. So, dann rüsten wir uns mal neu aus. Oder wie viel Munition habe ich denn? 5 gegenüber 6 Schüssen. Nehmen wir 6 Schüsse. Da fehlt nur noch ein Lautsprecher. Wann haben wir das Ganze hinter uns? Ich kann natürlich auf der Karte jetzt gucken, wo der ist, aber es wird so ein bisschen die Spannung rausnehmen. Was ist das denn jetzt? Kein Benzin mehr, das mache ich später. Erstmal suche ich und knall nicht in die Mauer. Die Lautsprecher. So, von weiter oben müsste ich ihn doch eigentlich jetzt sehen, oder? War ich da hinten schon? Ah, wieso fliege ich so langsam mal? Ja, wenn ich so schnell fliege, liege ich am Boden, okay. 19 Meter. Ah, Signale. So, wenn ich schon mal hier bin, ne? So, irgendwo müssen die auch sein. Okay. Kann sehe ich von hier? Sehe ich gar nichts. Ich dachte hier irgendwie in der Nähe wären die vielleicht. Sind sie auch nicht. Und so groß ist die Stadt ja nicht. Wo die, ja, ist eine Stadt, keine Provinz. Oh. Da fliegt man einmal irgendwo hin und dann hat sie direkt. So, hopp. Nein! Hoi, hoi, hoi. Perfekt. Schöne Landung. Dann macht's Wurf. Alles klar, damit haben wir das grünen Gröbsten jetzt geschafft. Dann tun wir kurz noch die Flagge hissen und dann ist die La Zorra befreit. Viva la Revolution. So, damit ist unsere, glaube ich, zweite Stadt gerade mal, die wir haben. Die Garage ist auch offen. Tunneltour. Und eine von 6 Ansiedlungen. Alles klar. Als nächstes suchen wir erstmal unser Auto. Das müsste eigentlich noch da sein. Da wir nicht gestorben sind. Ich schaff's noch hier, die Stadt zu befreien und nicht zu sterben. Und dann, wenn ich sie befreit habe, die Stadt dann zu zerstören. Wo ist denn kein Benzin mehr? Hier war da noch irgendwas. Die Rebellion hat das bezaubernde Küstenstädtchen Colossal Rosa befreit, Freunde. Schluss mit Lautsprechern, Propagandavans und scheußlichen Statuen. Wir dürfen nicht aufhören zu kämpfen. Wir werden Wagen jetzt selber ja hingeschoben, oder was? Finde ich auch nicht so toll. Bleib stehen. Das ist jetzt meins. Was wird jetzt aus meiner Midlife Crisis? So, Verbindung lösen. Was auch immer verbunden jetzt war. Jetzt fahren wir den Wagen noch kurz zur Werkstatt. Ja. Typisch mit C jetzt nicht. Dann haben wir auch in dieser Folge noch
den anderen 300 Meter. Ist jetzt da unten. Ach so, das ist die Werkstatt. So, was zeigt ihr mir jetzt da an? So, 300 Meter. Wie ich zum Henker komme, ich da runter, muss ich die Treppe runterfahren. Das klappt auch so schwer, ne? Das ist ganz viel Boot oder was? So, runter da. So. Perfekt. Ob das so geplant war, ich glaube, da im Auto hinzufahren, glaube ich eigentlich eher nicht. Aber ist mir egal. Dafür schnappen wir uns jetzt ganz viele Boote noch. Wenn ich immer hier bin, kann man die auch sammeln. Wir können diesen Wagen ab jetzt überall hinliefern. So, einmal. Das hier. Knoten. Ich meine jetzt Knoten. Alles klar. Erstmal, dass ich überhaupt Boot fahre. Wie ich jetzt weiß. Muss ich das Boot jetzt auch hochziehen oder was? Hätte ich auch sparen können, die Fahrt hier rum. Und da hoch, Mann. Boot hier hochziehen, bevor das hier noch abbaut. Nach da bitte ziehen. Muss die Schnauze oben noch hochheben. Wo hab ich jetzt hingeballert? Irgendwie bringt das nicht, was ich gerade versuche. Dahin, so. Ja, okay. Bleib in der Haltung. Super Wertung dafür. Nein. Das läuft irgendwie überhaupt nicht so wie geplant. Ey, was ist das denn?